Willkommen zu Part 2 von Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir befinden uns auf Preludien und haben im letzten Part am Ende schreckliche Dinge erlebt. Ein Vogel hat ein kleines Mädchen in den Wald fallen lassen. Das wollen wir natürlich sofort retten, aber dazu brauchen wir ein Schwert. Und wo könnten wir besser ein Schwert herbekommen als beim Meister des Schwertkampfes, Vater Orkal? Den besuchen wir jetzt hier. Dort ist er nämlich. Oh, Link, was hast du? Du bist ja so blass. Ist etwas geschehen? Was auch immer es ist, der besorgte Ausdruck in deinem Gesicht lässt nichts Gutes vermuten. Na, wie sieht's aus, Link? Interessiert die wahre Kunst des Schwertkampfes zu erlernen? Ja, also natürlich gerne, freilich. Wenn du mir das schon so anbietest, dann machen wir das natürlich gerne, ne? Eine kurze Verbeugung und dann geht's los. Schön. Als erstes üben wir den Horizontalhieb. Drücke B und greif mich an. Wunderbar. Greif mich so lange an, bis ich sage, dass es reicht. Ja, hier muss man wirklich einfach nur B drücken. Sobald man sich auf ihn zubewegt oder irgendwas anderes, dann wehrt er einen ab und es ist vorbei. Gut, als nächstes den Vertikalhieb. Drücke ZL, um mich als Ziel zu erfassen und drücke danach B. Ja, gerne. Bäm. So, machen wir das easy. Nur keine Scheu, gib mir alles, was du hast. So, was mit meinem Hund gerade los ist, weiß ich nicht. Moment, ich mache mal kurz einen Cut. Okay, weiter geht's. Oh, verdammt, das war falsch. Okay, einen Fehler darf man sich erlauben, ansonsten hat man ein kleines Problem. Sehr schön, und jetzt der Ausfall. Drücke ZL, um mich als Ziel zu erfassen, bewege L zu mir und drücke B. Gib alles, was du hast. Okay, wunderbar. Gut, ich will einen Ausfall nach dem anderen sehen. So, wir drängen ihn damit ein bisschen in die Ecke, das ist zwar blöd, aber überhaupt kein Problem. Als nächstes die Wirbelattacke. Halte B für eine Weile gedrückt, sammle deine Kräfte und lass los. Du kannst alternativ auch mit Hilfe von L eine Kreisbewegung ausführen, danach B drücken. Upsala. Okay, hat geklappt. Sehr gut, mehr davon, mehr! Okay. Die nächste Übung wird etwas schwieriger. Kommen wir nun zur Spezialattacke. Erfasse deinen Gegner mit Hilfe von ZL als Ziel und drücke A, sobald A erscheint. Bäm. Ausgezeichnet. Erfasse mich nochmal. Ja, laber. Wunderbar, Spezialattacke gelernt, alles gut. Wunderbar, und nun zu guter Letzt noch den Sprungangriff. Zieh dein Schwert, visier mich mit der Zielerfassung an und drücke A. Also wirklich nur, wenn man sein Schwert gezogen hat. Upsala. Ich will noch einen sehen. Ist kein Problem. Das war schon sehr gut, Junge. Ich spüre eine unruhige Hast in deiner Schwertführung. Weit stärker als nur der bloße Ehrgeiz, es beherrschen zu wollen. Ich weiß zwar nicht, was sich zugetragen hat, aber ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlautere Zwecke verwenden wirst. Link, nimm es an dich und führe es gut. Damit haben wir das Heroenschwert empfangen. Ja, wir haben gerade alles gelernt. Mach es dir zur Aufgabe zu lernen, es perfekt zu beherrschen. Schließlich willst du den alten Mann, der so viel Vertrauen in dich gesetzt hat, nicht enttäuschen. Das Schwert dient seit jeher als Instrument zur Bekämpfung alles Bösen. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch an, stärker zu werden und mit ihm und seinen Aufgaben zu wachsen. Als treue Weggefährten begleiten sie sich auf ihrer Reise. Werde stark und wachse mit deinen Aufgaben, Link. Ja, nochmal rasch verbeugt. Und dann haben wir die Lehrstunde geschafft und wir haben das Heroenschwert. Das ist natürlich ziemlich nice. Damit könnten wir jetzt eventuell das kleine Mädchen, was da oben in den Wald gefallen ist, retten. Ja, dann werden wir mal schauen. Ich weiß natürlich schon, wo es zum Wald geht. Das ist auch, denke ich mal, nicht so schwer rauszufinden. Man wird recht schnell darauf kommen, dass man, wenn man jetzt nach da hinten geht, nicht da hochkommt, sondern da erstmal einen kleinen Umweg nehmen muss. Ist aber überhaupt kein Problem, dadurch, dass man hier A drücken kann und damit rollt, geht man da halt ein bisschen schneller voran und deswegen ist es überhaupt kein Problem.
jetzt schnellstmöglich hier hochzukommen. Jetzt ziehen wir unser Schwert. Hier steht zwar Überqueren verboten, wegen Ausbesserungsarbeiten ist das passierende Brücke in dem Wald untersagt, aber es interessiert mich gar nicht. Von daher gehen wir da jetzt einfach hin. Diese ganze Graskrams hier, das interessiert mich auch nicht. Theoretisch könnte man jetzt versuchen, hier alles wegzumachen. Da sind sicherlich auch irgendwo ein paar Rubine drin. Aber braucht man, denke ich, erstmal nicht. Außerdem kann man auch immer jederzeit wieder zurückkehren und irgendwas machen. So, so was steht jetzt hier? Zur Feenquelle, Ruine. Das Glück des Wohlstandes sei mit dir. Okay. Na dann, auf geht's. Oh, hier ist wirklich ein Loch in der Brücke. Das ist natürlich nicht gut, aber komm mal. Oh, ganz leicht wollte ich sagen, aber wir kommen auf jeden Fall rüber. Das ist ja das Wichtigste. So, und jetzt ist hier natürlich diese Wirbelattacke ganz praktisch. Wenn ich es mal hinkriegen würde, kriege ich auch nicht, aber ist egal. Brauchen wir im Endeffekt auch nicht, wie gesagt. Man kann sich zwar das ganze Gras hier snacken und da die Rubine rausholen, aber muss man nicht. Und da ist das Mädchen. So, da sind wir mal gespannt. Wie kommen wir jetzt dorthin? Hier hängt jetzt da oben irgendwo, dort. Ah, hier kommen wir nicht hoch. Wir müssen noch ein Stück weiter hier. Oh Gott, was sehen wir denn dort? Was ist denn das für einer? Irgendein Bandit. Irgendein Böser. Aber, naja. Mal schauen, was wir gegen den machen können. Wird uns hier euch nochmal angezeigt, genau. Sieht irgendwie aus wie so ein Schwein, kann das sein? So, kriegst du auch aus dem Maul, mein Guter. Bam. Haben wir ihn schon besiegt? Ja, tatsächlich. Ach, das ging ja schnell. Also, das ging ja schnell. Gut, holen wir uns mal eben den Rubin. Und dann, gehen wir weiter. Jetzt müsste hier oben, genau, die Feenquellenruine sein. Da steht auch nochmal ein Schild. Hier kommen wir nicht hoch, aber hier. Zack. So. Feenquellenruine. Der Held der Legende soll diese Quelle aufgesucht haben, als er erschöpft vom Kampf war und ihm erschien eine Fee. Seine Wunden wurden ihm sodann auf wundersame Weise geheilt. Zudem soll diese Fee ihre Pilger mit dem Glück des Wohlstandes segnen, weshalb sie auch den Beinamen Göttin des Wohlstandes trägt. Ja, das ist natürlich sehr schön, aber wir sind noch nicht erschöpft vom Kampfe, von daher brauchen wir das erstmal nicht machen. So, was ist jetzt? Achso, ich bin hier unten. Hier noch ein Stück weiter. Was sind denn das für komische Vögel? Ich habe noch wieder solche Schweine in der Hand hier. In Klauen eher. Aber jetzt sind es gleich zwei auf einmal. Oh nein. So, aber ist aber kein Problem für uns. Warte mal. Oh, die haben gar keine. Ich kann gar keine Spezial. Na, was soll's. Ich will das noch einsammeln. Rubin. Oh. Na, was soll's. Oh, sie wacht auf. Und bemerkt, dass sie sich in einer ziemlich misslichen Lage befindet. Ja, gut, das war klar. Da bricht der Ast ab, sie stürzt runter, aber naja, weit war es ja nicht. Aber wehgetan hat es anscheinend trotzdem. Ein bisschen. Was hast du denn für Klamotten an? Wie auch immer, wo bin ich hier? Ach ja, ich wurde ja von diesem riesigen Vogel. Captain Tetra. Oh, sie ist der Captain von dem Schiff? Weil das war doch der Typ, der die Steine auf den Vogel geschleudert hat. Dem Klabautermann sei Dank, ihr seid unverletzt. Als ich euch in den Wald hoch oben auf den Berg stürzen sah, da dachte ich schon, es wäre um euch geschehen. Wald hoch oben auf dem Berg? Dieser verdammte Vogel hat mich also in den Wald oben auf dem Berg fallen lassen? Das ist ja wohl die Höhe. Los, stehe nicht so untätig rum, Gonzo. Gehen wir. Mit diesem Vogel habe ich nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Captain, was ist jetzt mit dem Jungen hier? Was soll schon mit ihm sein? Kümmere dich nicht um ihn und komm gefälligst mit. Na, ist ja sehr nett. Versuche ich schon hier sie zu retten und dann ist sie hier so undankbar. Ist ja unglaublich. Na gut, gehen wir erstmal hier wieder raus. So, was ist jetzt? Link! Also unsere Schwester, die will uns abholen wahrscheinlich. Da sind auch wieder die Möwen dabei. Hallo. Oh nein, da kommt der Vogel wieder. Oh, der wird doch jetzt wohl nicht unsere Schwester... Doch. Der krallt sich einfach die Schwester. Von Link, von der Brücke. Link! Oh, scheiße. Aber du, komm nicht auf blöde... Ja, zu spät. Aber
Hey, Idiot! Vollidiot! Zappel gefälligst nicht so rum! Ja, wir müssen uns jetzt mit unserem Schicksal abgeben. Unsere Schwester wurde entführt. Boah, das ist schon ziemlich krass. Was? Du willst an Bord unseres Schiffes? Ja, klar. Sag mal, hast du irgendwie nicht mitbekommen, wer wir sind? Wir sind Piraten, Kleiner. Hey, komm, ich bin größer als du, ja? Glaubst du etwa, wir nehmen so einen nichtsnutzigen Knirps wie dich mit? Ich verstehe ja, dass du deine verschleppte Schwester unbedingt retten willst, aber wir sind weder eine Kreuz noch die Wohlfahrt. Wir haben nichts mit deinem Problem zu tun. Was du nicht sagst. Ey, ey, was geht mit dir, Alter? Was quatscht mich hier so an, ey? Nicht gleich aufregen. Ich wollte nur sagen, wenn du hier nicht aufgekreuzt wärst, hätte man dieses Mädchen auch nicht verschleppt. Willst du damit etwa irgendetwas andeuten? Ja, das will ich. Postbote bringt es mit sich, dass ich viel herumkomme und viele verschiedene Inseln besuche. Ist euch vielleicht zu Ohren gekommen, dass seit einiger Zeit auf diversen Inseln junge Mädchen entführt werden? Und nicht nur das, es handelt sich dabei ausschließlich um Mädchen mit langen spitzen Ohren, wie du. Und das hier gerade eben verschleppte Mädchen hatte auch lange spitze Ohren, nicht wahr? Was ich sagen will, dieser Vogel hat sich offensichtlich mit dir verwechselt und somit irrtümlich verschleppt. Und außerdem war es Link hier, der dich vor den Monstern im Wald gerettet hat. Stimmt das? Ja, klar. Ja, und noch etwas. Dieser riesige Vogel scheint sein Nest, wenn man so will, in der verwunschenen Bastion zu haben, die nördlich von hier liegt. Die verwunschene Bastion? Du meinst die Insel, die... Was gedenkst du also zu tun? Wenn ihr jedoch ohnehin schon dabei seid, wäre es dann nicht das Schlauste, den Jungen gleich mitzunehmen? Pah, die Rede hättest du dir sparen können, das hatte ich sowieso vor. Über die verwunschene Bastion hört man ja in letzter Zeit nur die haarsträubendsten Geschichten. Sag bloß, du hast allen Ernstes vor, mit dieser Ausrede von einem Schwert dorthin zu gehen. Ich meine, selbst auf dieser verschlafenen Insel muss es doch wenigstens so etwas wie ein Schild geben, oder? Schließlich willst du vor eventuellen Gegnern nicht dumm dastehen. Sobald du etwas Brauchbares aufgetrieben hast, lasse ich dich an Bord. Und nur damit du Bescheid weißt, sind wir erstmal an Bord, kommen wir so schnell nicht mehr hier vorbei. Verabschiede dich also von deinen Lieben, damit sie dich nicht gleich wieder vermissen. Ja, klar, freilich, schnell, Schild holen und hinterher den blöden Vogel. Ja, aber da wir jetzt ein Schwert haben, gehen wir erstmal noch kurz die 10 Rubine hier holen, die hier mitten im Gebüsch irgendwo stecken. Zack, zack, zack. Das ist kein Problem. Wir können jetzt theoretisch hier alles absensen, was an Grünzeug so auf dieser Insel wächst. Aber das bringt uns überhaupt nichts, da das Zeug so schnell wächst wie nichts anderes auf dieser Welt. Sobald wir hier zum Beispiel in unsere Hütte gehen, ist es wieder da. Ist überhaupt kein Problem. So, wir haben doch hier oben diesen Schild gesehen, bei unserer Oma hier. Guckt mit ihr hier. Link, was ist los? Bitte sag es deiner Großmutter. Wo ist Errol? Sie spielt doch noch draußen, oder? Ah, schlechte Nachrichten, Oma. Aber ich regel das, kein Problem. Wo ist der Schild? Ja gut. Fragen wir mal nach. Link... Du suchst dies hier, nicht wahr? Nimm ihn. Das ist immer so geil. Tut mir leid, aber das ist irgendwie immer so stark. Mal 10 Jahre Stille und dann nimm ihn. Du hast den Heroenschild erhalten. Man sagt, der legendäre Held soll ihn mit verwendet haben. Drücke ZR, um mich vor dich zu halten, und du kannst dich mit erhobenem Schild bewegen, indem du ein Ziel erfasst. Jetzt steht er noch so da, herrlich. Aber die Oma, die ist jetzt ganz traurig. Dann ist es also wahr. Errol wurde verschleppt. Warum tun sie mir meiner Kleinen so etwas an? Boah, da wird einem schon etwas blöd in der Magengrube, ne? Aber Oma, mach dir keine Sorgen, wir holen die schon zurück. Kein Problem. Für uns. Schließlich haben wir das schon so oft gemacht. Vor diesem Abenteuer hier. So, da liegt das Piratenschiff. Wir haben ein Schild und können sofort loslegen. Na, der Schild hat aber auch schon bessere Tage gesehen, was? Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Naja, wird schon seinen Zweck erfüllen. Also dann, stechen wir an See. Bist du bereit? Ja, klar. Los geht's.
Ich will meine Schwester retten. Ging aber schnell mit den Wänden, oder stand das Schiff schon so um da? Ich glaube nämlich nicht, ne? Link, viel Glück! Rette deine Schwester Errol! Und pass gut auf dich auf! Klar, machen wir. Irgendwie scheint dir das überhaupt nicht zu jucken, ne? Oh, und sogar die Oma steht vorm Haus. Und das ist toll. Tschüss. Bist du irgendwann mal fertig mit Winken? Boah, Alter, die hat aber auch gar kein Herz, oder? Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste gewesen wäre, du würdest die ganze Sache nochmal überlegen und von Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und vom Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überlege es dir nochmal, noch ist es nicht zu spät, zur Insel zurückzukehren. Da bin ich anderer Meinung. Ja. So, haben wir es doch geschafft. So, was ist jetzt los? Link, lauf hier nicht so planlos rum, du behinderst nur alle. Ich habe dich Nico zugeteilt, also geh unter Deck und frag ihn, was du tun kannst. Ja klar, machen wir sofort. Aber vorher haben wir hier noch eine ganz besondere Person, habe ich im Original-Display auch schon gefragt. An wen erinnert euch dieser Typ? Ist ein relativ berühmter Videospiel-Charakter. Alles klar. Also, ja, relativ. Ich weiß nicht, ob den jeder kennt, keine Ahnung. Aber ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst, wer das sein soll. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier rein müssen, aber ich glaube schon. Ja, wir sind richtig. Da kommen wir noch nicht rein. Erst später. Aber dafür gehen wir jetzt zu Nico. Der ist hier. Hey, naja, ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Also hör auf das, was Nico dir sagt, und wir werden uns bestens verstehen. Also, das Erste, was wir machen, ist der Aufnahmetest. Wie sich das für einen neuen kapiert, klar? Ist gehört, kapiert? Also, sieh mir ganz genau zu, wie ich es mache, und schau dir tüchtig was ab, kapiert? Jo, klar, kein Problem. Wird easy für uns, sag ich dir jetzt schon. Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und bewege L nach oben, um auf den Schalter zu steigen, kapiert? Klar. Unsere leichteste Übung. Die Plattform fahren dann von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Jo, das kann ja richtig gut, der Junge. Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg, ne? Also, so weit springen ist leider nicht drin. Aber da gibt's natürlich einen Trick. Wenn du an der Seile springst, kannst du dich an ihm festhalten, mit Hilfe von L. Kannst du schwingen und wenn du A loslassen drückst, lässt du los. Ja, das kriegt man auch hin. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben, also musst du dich schon ein wenig beeilen, kapiert? Ja, überhaupt kein Problem für uns, wie ich schon sagte. Bis du es bis hierher schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl belohnen. Also eigentlich rein. Jo, klar. Wir machen erstmal diesen Schalter hier. Das heißt, machen wir, drücken den rein. Und mein Gamepad ist im Arsch, aber das interessiert mich gerade nicht. Dann gehen wir auf den anderen Schalter und holen die Plattform nach oben. So, dann gehen wir mal. Oh, oh Alter, das ist direkt schon richtig schief. Zack, hier hin. Wow, das war schon knapp. Aber ist überhaupt kein Problem für uns, ne? Wie ich schon gesagt habe, das waren jetzt 40 Sekunden allerhöchstens. Was? Du hast das so schnell geschafft? Ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird es vielleicht auch mal ein so guter Matrose, wie ich es bin. Oh, ob ich ihm das wohl einfach vergeben kann? Ach, das wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Klar, mach mal. So.
auf die Kiste und was haben wir denn da drin? Es ist die Beutetasche. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items aufstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie an und drücke das, das oder das. Hey Link, wir sind bei der verwundeten Bastion angekommen. Komm sofort rauf. Okay. Na denn. Ja, falls man hier runterfällt, dann ist hier natürlich auch eine Leiter. Und wenn man denkt, dass man es nicht schafft, dann drückt man halt einfach diesen Knopf nochmal rein und dann gehen hier die Plattformen wieder runter. Wie man sehen kann. Und, ja, ist alles kein Problem. Wir holen uns eben kurz noch die Rubine hier und dann ist der Part für heute auch schon wieder vorbei, denn die verwunschene Bastion, die würde ich dann doch gern in einem Part machen und das machen wir dann beim nächsten Mal. Also, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und abonniert für mehr. Bis dann, zum nächsten Mal. Tschüss.